Sehr geehrter Herr Bundesminister Heil, Exzellenzen, sehr geehrte rumänische Botschafterin Frau Staniescu, sehr geehrter Herr ungarischer Botschafter Herr Gyöskösk, sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten von Universitäten, Forschungseinrichtungen, Forschungsorganisationen und Verbänden, sehr geehrter Vertreter der Werner-Siemens-Stiftung, Herr Dr. Kaiber, Herr Operto und Herr von Brandenstein, sehr geehrte Mitglieder des Stiftungsrats der Stiftung Werner von Siemensring und auch natürlich sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie alle erstmal ganz herzlich im Namen der Stiftung Werner von Siemensring zu dieser ganz besonderen Veranstaltung begrüßen. Die Verleihung des Werner von Siemensrings ist nicht nur ein Highlight für die Stiftung und ihre Freundinnen und Freunde, sondern ist auch ein Highlight in der Preislandschaft. Sie reiht sich ein als gefühlter Nobelpreis der Technik in die vorderste Reihe derjenigen Preisverleihungen in Deutschland ein, die zukunftsweisende Innovationen auszeichnen. Und das haben wir gerade vom Oriol-Quartett, den Vieren, die wir gerade gehört haben, perfekt musikalisch sozusagen übersetzt bekommen. Denn das Stück, das Sie gehört haben, hieß Punktum von Caroline Shaw. Und die Autorin selbst sagt, das hat nostalgische Anklänge an Bachs Matthäus-Passion, aber auch an die Essays des französischen Philosophen Roland Barthes über das Unerwartete. Und das ist die Leitidee des Quartetts, interdisziplinär und im Experimentieren die Horizonte des Quartettspiels zu erweitern. Und das wurde jetzt sehr schön musikalisch deutlich und es ist auch eine hervorragende Einführung in diesen Abend. Denn wir werden nostalgische Anklänge haben an unseren Namensgeber, Werner von Siemens, und dessen Experimentier- und Erfindergeist. Und die will der Werner von Siemens Ring ebenfalls als Horizont der Innovation in Richtung Technologie und Firmengründung erweitern. Wer neu denkt und anders denkt, kann die Welt verändern. Mit diesem Zitat von Werner von Siemens möchte ich jetzt zunächst Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, als wichtigste Person des heutigen Abends begrüßen. Das Zitat bringt Ihre Errungenschaft eigentlich genau auf den Punkt. Wir zeichnen Sie heute für Ihre bahnbrechenden Leistungen zwischen naturwissenschaftlicher Forschung und technologischer Anwendung und deren Translation in die Industrie mit dem Werner von Siemensring aus. Und Sie haben damit wahrlich die Welt verändert. Man könnte sagen, Sie haben eigentlich geradezu vorbildlich in hochaktuellen Themenfeldern mit den von Ihnen entwickelten Erfindungen die überlebenswichtigen Lösungen für die Gesellschaft gefunden. Nicht nur in kürzester Zeit, sondern auch genau in der richtigen Zeit. Und der Werner von Siemensring darf bei Ihren Erfindungen ganz zu Recht Nobelpreis der Technik genannt werden. Sie, Herr Hell, haben mit dem Transfer einer grundlegenden Abbildungsidee in ein neuartiges Mikroskop nicht nur in bahnbrechender Weise das Innere von Zellen sichtbar gemacht, sondern eigentlich auch erst die Voraussetzung geschaffen, Viren zu untersuchen. Und dieses unvorstellbar hochauflösende Nanoskop ist inzwischen weit verbreitet und hat auch biomedizinische Analyse möglich gemacht, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Ja, und so leitet Ihre geniale Idee dann über in die herausragende Erfindung unseres zweiten Preisteams, Frau Türeci, Herr Sahin, Frau Carico und Herr Huber. Sie haben mit Ihren Forschungen und den nachfolgenden Entwicklungen eines Impfstoffs auf Basis von Boten-RNA nicht nur Millionen von Menschen vor Infektion oder Krankheit bewahrt, sondern auch vielen Menschen neue Arbeitsplätze eröffnet. Das ist eine Jahrhundertleistung und für den gebührt Ihnen unser großer Dank. Ich will jetzt da nicht weiter darauf eingehen, denn es werden Laudatoren geben, die ich jetzt auch ganz herzlich begrüße. Einerseits Herr Professor Hengartner, der langjährige Leiter des Instituts für experimentelle Immunologie der ETH Zürich, und Professor Kramer, Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaft in Göttingen. Die werden im Verlaufe des Abends ihre prägenden Arbeiten noch gebührend würdigen. Aber seien Sie erstmal aufs Herzlichste willkommen und genießen Sie diese Preisverleihung, die ja für Sie da ist. Und diese dürfen wir auch in diesen schönen Räumlichkeiten hier feiern, unseres Gastgebers, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und deshalb gibt mir die Gelegenheit, auch dem Präsidenten der Akademie, Herrn Professor Marc Schies, ganz herzlich zu danken, dass er uns heute hier aufgenommen hat. Diese historisch bedeutsame Einrichtung könnte nicht besser für die Ringverleihung gewählt werden. Ist ja ausgegangen aus der kurfürstlichen Brandenburgischen Sozietät der Wissenschaften und wurde von dem Namensgeber dieses Saales hier, Gottfried Wilhelm Leibniz, 1700 als ersten Präsidenten sehr stark geprägt. Denn das Besondere an dieser Einrichtung war, dass Natur- und Geisteswissenschaften interdisziplinär gedacht wurden und gleichwertig in der Akademie in 4 Klassen realisiert wurden.
Das war damals schon ein großer Fortschritt im Vergleich zu den großen Pendants in London oder Paris. Dort gab es noch einzelne Organisationen, die auf Wissenschaftsgebiete spezialisiert waren, zum Beispiel die Royal Academy of Arts für Kunstinstitutionen in London oder die Académie Royale des Sciences in Paris. Die hatte 6 Klassen: Geometrie, Astronomie, Mechanik, Anatomie, Chemie und Botanik. Mein Fach ist die Physik, das kam erst 85 Jahre später dazu, das war noch ganz stark segregiert. Und deshalb war die Berliner Akademie Vorbild für alle nachfolgenden Akademien. Und während der Französischen Revolution 1795 wurden in Frankreich die Institutionen zusammengelegt zur neuen staatlichen Akademie, dem Institut National des Sciences et Arts. Und damit ist das das Vorbild von hier. Ja, viele weitere Stationen hat diese Akademie gemacht, bevor sie die Berlin-Brandenburgische Akademie wurde. Und die Aufgabe ist genau dieselbe Aufgabe, die wir auch in unserer Stiftung haben: in inter- und transdisziplinären Projekten aktuelle wissenschaftliche und gesellschaftliche Fragestellungen aufzugreifen und einen Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in der Öffentlichkeit führen. Übrigens, der Gründer Gottfried Leibniz, den könnten wir auch als einen genialen und höchst erfinderischen Universalgelehrten uns vorstellen. Er hat es selbst mal so formuliert: er hat bereits beim Erwachen so viele Einfälle, dass der Tag nicht ausreicht, sie niederzuschreiben. Das sind luxuriöse Probleme. Und das war tatsächlich so. Von der Monadentheorie als erste atomare Theorie über die Entwicklung von Gesetzbüchern bis hin zur mechanischen Rechenmaschine. Leibniz war ein Erfinder im wahrsten Sinne des Werner von Siemens-Rings und genauso wie die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger eben ein Impulsgeber. Nicht nur für Wissenschaft, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft. Über die Zeit reihten sich sehr herausragende Persönlichkeiten in dieser Akademie, die dann dadurch weltweit zu Ruhm und Ansehen gelangte. Einer von ihnen ist zum Beispiel ein Mathematiker aus meiner jetzigen neuen Nachbarschaft, nämlich Karl Friedrich Gauß. Als gebürtiger Braunschweiger war er als Fürst der Mathematik bekannt. Sie wissen, er hat die Landesvermessung des Königreichs Hannover beauftragt und realisiert, aber er hat auch Magnetometer, ein Netz von Stationen zur Erforschung des Erdmagnetismus, realisiert. Also hat er die Grundlagen der Mathematik mit Erfindung von praktischen Geräten verbunden. Und dadurch wurde er 1810 Mitglied der Akademie. Und ein weiterer Universalgelehrter wurde 1870 Mitglied der Akademie, Hermann von Helmholtz. Bereits hoch anerkannter Professor an der Universität Heidelberg, hat er wichtige Beiträge zunächst zur Theorie der Optik, Akustik oder Thermodynamik geleistet. Und bevor er noch hier in Berlin ankam, wurde er schon in die Akademie aufgenommen, weil er auch so praktisch interessiert war. Er war Physiker und Physiologe, er hat den Augenspiegel entwickelt, den Sie heute noch bei Augenärzten sehen. Er hat Resonanzkugeln entwickelt, um das Gehör zu testen. Er hat die Nervenleitgeschwindigkeit gemessen mit einem Myografion und er hat Krümmungsraten der Augenhornhaut bestimmt mit einem Telestereoskop. Also sozusagen die Vorläufer der Erfindungen, die wir auch heute hören. Also er war nicht nur Grundlagenforscher, sondern er setzte sich auch für diejenigen ein, die in die Akademie aufgenommen werden sollten, die Erfinder waren. Und einer von ihnen, mit dem Helmholtz bald eine Freundschaft verband, war Werner Siemens. Er war da schon ein relativ bekannter Industrieller. Er hat ja die indoeuropäische Telegrafenlinie verlegt. Aber er strebte noch mehr. Er wollte die Städte mit Licht versehen und elektrifizieren. Und er war überzeugt, dass der Wert einer Erfindung in der praktischen Durchführung liegt. Und dazu wollte er die beste Technik einsetzen. Und dazu gehören aktuelle naturwissenschaftliche Ergebnisse. Damit hat er bei Helmholtz auf offene Ohren getroffen, denn er war überzeugt, Zählen und Messen sind die Grundlagen für die fruchtbarsten, sichersten und genauesten Methoden, die eben auch in der Industrie Anwendung finden. Ja, und damit sorgte er dafür, dass ein Novum, Werner Siemens, als Unternehmer Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften wurde. Und daraus entwickelte sich ein gemeinsames Ziel, deshalb berichte ich Ihnen darüber. Die wurden beide engagierte Verfechter einer neuen Art von Einrichtung, nämlich einer physikalisch-technischen Forschung betreibende und Erfindung entwickelnde Einrichtung, die außerdem Standards für neue Technologien setzt. Das war nicht einfach, aber es ist gelungen. Und das wurde die Physikalisch-Technische Reichsanstalt, die Vorgängereinrichtung meiner Einrichtung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Und die wurde 1897 in Berlin in Charlottenburg gegründet, 1887. Ja, und damit haben die beiden etwas möglich gemacht, eine Forschungseinrichtung verbunden mit den Anliegen der deutschen Industrie. Und damit bekamen sie einen Vorsprung, Made in Germany, das dann ein positives Merkmal wurde. Und damit haben die beiden dann viel erreicht und wurden beide in den 1880er Jahren in den Adelstand erhoben. Deshalb heißen sie beide auch von. Ja, und daher ist es nicht verwunderlich, dass das Andenken von Werner von Siemens auch in Stiftungen
gewürdigt wird. Deshalb lassen Sie mich jetzt einige Worte zu der Werner von Siemens Ringstiftung sagen. Die wurde zum 100-jährigen Geburtstag von Werner von Siemens gegründet, 1916. Und dieser Geburtstag ist am 13. Dezember. Und deshalb feiern wir immer die Ringverleihung genau an diesem Tag. Und genau heute, vor 106 Jahren, wurde die Stiftung gegründet. Wir haben eine Schwestergesellschaft, die Schweizerische Werner Siemens Stiftung. Und die wurde fast zeitgleich von den Töchtern seines Bruders Karl Siemens gegründet und wird demnächst 100 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens. Sie fördert außergewöhnliche Forschungsideen und herausragende Innovationen. Und wir sind sehr dankbar, dass sie eben auch uns als Schwesterorganisation unterstützt, damit wir unsere Aktivitäten in der Zukunft erweitern können und die Preisverleihung auch stärken können. Übrigens, unter den Gründungsmitgliedern unserer Ringstiftung befanden sich illustre Personen, die ich jetzt Ihnen kurz vorstellen will. Zum Beispiel Adolf von Harnack, der war ein Theologe, der sich für die Stärkung der Wissenschaft durch Beteiligung an der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft einsetzte und für die Verbreitung der Wissenschaft und sich auch für den Zugang von Frauen in der Wissenschaft einsetzte. Und Sie sehen, das ist heute aktueller denn je, dass sich Personen auch für die Wissenschaft und die Wahrheit, die in Wissenschaft steckt, einsetzen. Walter Rathenau, der heute ja mehr bekannt ist durch seine internationalen Aktivitäten und seine wirtschaftspolitische Haltung, trieb zu diesem Zeitpunkt die Elektrochemie und die Elektrizität um in der von ihm geleiteten Unternehmen AEG. Emil Warburg, ein Physiker, hat den Elektromagnetismus entwickelt und neue Motoren entdeckt, aber er war auch Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Und schließlich Ferdinand Graf von Zeppelin, dessen Errungenschaft muss ich Ihnen gar nicht erst vorstellen. Ja, und dann gab es auch Stifter, die illustrer waren. Natürlich Kaiser Wilhelm II. Oder Ludwig III., aber auch zum Beispiel Wilhelm Konrad Röntgen, der damals gerade seine berühmte Strahlung entwickelt hatte. Und heute zählen zum Stiftungsrat neben früheren Ringträgern sozusagen auch alle Leitungen der führenden Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, DFG, Max Planck, Helmholtz und Leibniz, Stifterverband und Industrieverbände, die ich damit auch ganz herzlich begrüße. Sie sehen also, 100 Jahre lang hat es ein dynamischer, engagierter Kreis von Persönlichkeiten an der Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung und Technologietransfer. Und das macht eben im Sinne von Siemens das aus, was wir heute auch feiern, nämlich die Einstellung, es ist gerade der Triumph der Wissenschaft und Technik, dass sie das, was früher nur den Reichen zugänglich war, allgemein genießbar macht. Und damit hat Siemens recht, denn schließlich können wir mit Naturwissenschaft und Technik Grenzen überwinden, Brücken bauen und gesellschaftliche Herausforderungen meistern. Und das ist mir wichtiger denn je in dieser Zeit. Und die technische Forschung, die ihren Weg in die Anwendung findet, trägt dann eben auch zum gesellschaftlichen Wandel bei. Und dazu braucht es Talente, die sich auch für die Technikforschung entscheiden. Und deshalb ist die Aufgabe unserer Stiftung sozusagen, Forschungstalente zu inspirieren, diesen Weg zu gehen. Und deshalb loben wir zwei Preise aus. Der eine richtet sich an die jungen, vielversprechenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich der Technik verschreiben und die für 3 Jahre dann in die Stiftung aufgenommen werden. Und dann haben wir den Ring, der Lebensleistungen von Persönlichkeiten auszeichnet, die neu und anders gedacht haben und damit natürlich auch die Zukunft unserer Gesellschaft maßgeblich beeinflussen. Der Werner von Siemens Ring ist einerseits herausgehoben durch sein hohes Ansehen, weil er eben genau ein Preis ist, der in die Technologie geht und diejenigen auszeichnet, die auch den Weg in die Industrie gehen. Das zeigt sich an vielen Preisträgern. Der erste war Karl von Linde, der den Kühlschrank entwickelt hat. Das war 1916 der erste Preis. 1924 Karl Bosch, 1930 Hugo Junkers, 1964 Walter Schottky, 1975 Werner von Braun. Diese Personen muss ich Ihnen gar nicht vorstellen, die kennen Sie alle sehr gut. 1993 erhielt Evelyn Gottsein den Ring für eine Entwicklung der Magnetschwebebahn. 2005 beispielsweise Bertolt Leibinger für die Nutzung von Lasern für die Materialverarbeitung. 2011 Manfred Fuchs für seine Verdienste in der Satellitentechnik und 2020 erst letztes Jahr dann verliehen, Jens Frahm für die Entdeckung und Umsetzung der Magnetresonanztomographie. Das sind Beispiele, die zeigen, wie die Wissenschaft, die Erkenntnis in die Technologie entwickelt wird. Sie alle sind also dem Motto von Werner von Siemens gefolgt. In dem ich will, liegt eine mächtige Zauberkraft, wenn es ernst damit ist und die Tatkraft dahinter steckt. Und das ist auch das Besondere an dem Preis, denn der Preis ist verbunden mit einem geschmiedeten Ring. Und so ein Ring, dem wohnt auch eine gewisse Zauberkraft inne. Als Schmuck, als Amulett, als Siegelring, auch als Machtauszeichnung. Sie kennen ja alle den Fischerring des Papstes. Und dieser Ring ist eben auch ein Zeichen der Verbundenheit und der Freundschaft. Und
Sie symbolisieren ja auch schicksalhafte Mythen. Die sind Ihnen ja bekannt. Denken Sie nun an den Ring des Nibelungen, der übrigens genau zu der Zeit, als unsere beiden Gründer Werner von Siemens und Hermann von Helmholtz für ihre eigene Forschungseinrichtung kämpften, 1876 uraufgeführt wurde im eigens dafür gebauten Opernhaus in Bayreuth. Und in diesem Ring geht es eben darum, dass in der Nibelungensage, der Alberich aus dem Volk der Nibelungen, ein Ring aus dem gestohlenen Gold der Rheintöchter schmiedet. Und wenn man die Macht des Ringes haben will, dann muss man der Liebe Lust verjagen, und der Zauber zum Reif erzielt sich nur, wenn man eben der Liebe entsagt. Ein weiterer Ring ist heute noch viel bekannter unter den jungen Menschen und ist ein Kinohit. Eigentlich wollte der Altenglischprofessor John Royal Tolkien 1954 eine Mythologie für die Briten entwickeln, weil er sagte, das fehlt dort. Und das geht auch um einen magischen Ring, der die Macht hat, ein ganzes Volk ins Verderben zu stürzen. Und man kann das Volk nur retten, wenn man den Ring zerstört. Dieser Film ist bis heute, 2001 bis 2003 verfilmt, ein Kassenschlager, und er bricht bis heute Rekorde. Und diese Rekorde brechen auch Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, als Pioniere. Und wenn man über den Ring hier redet, dann müsste man das, was im Herr der Ringe Trilogie genannt wurde, umdichten. Das ist ein Ring, Sie zu inspirieren, Sie auszuzeichnen, Ihrer Verdienste wegen Sie ewig zu ehren. Und eben ein Ring, der genau das Umgekehrte ist wie der Ring der Herr der Ringe. Natürlich wäre so eine Inschrift ganz nett auf dem Ring, aber Ihre Ringe, die Sie dort auch sehen auf den Podesten, sind viel mehr, sind Unikate. Und diese Unikate sind auch so gestaltet, dass Sie mit der Kassette eine Assoziation zu Ihrem Preis haben. Das wird jeweils einmal vor dem Wettbewerb in einem Gestaltungswettbewerb ausgeschrieben. Und es gibt dann immer Bewerbungen von Goldschmiedinnen und Goldschmieden. Und es wird von einer Expertenjury von den Professuren zum Bereich Goldschmiede dann ausgewählt. Und diesmal hat der Goldschmied Joachim Katzmann aus Hanau mit seinen Entwürfen gewonnen. Und ich glaube, er hat einigen von Ihnen schon zu Beginn die Ringe erklärt und wird das sicher auch im Anschluss noch einmal tun. Ja, heute zum 206. Geburtstag von Werner von Siemens ehren wir Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, mit kleinen Dingen, die oft Antwort auf große Fragen geben, wie die Autorin Frieda Rohmai sagt. Und das ist genau richtig hier. Diese kleinen Dinge sind so wichtig. Nur wenn wir den Bauplan der Viren, deren komplexes Zusammenspiel und die Übertragungswege verstehen, ist es möglich, die Auswirkungen auf den Organismus zu identifizieren und dann auch die adäquate Medikation zu entwickeln. Und das Verstehen beinhaltet sowohl Abbildung nanoskopischer Objekte als auch die Entschlüsselung ihres Erbgutes. Und in diesem Sinne sind Ihre beiden Preise auch zusammen ein Ganzes, das so wichtig ist für das, was jetzt entstanden ist, nämlich einen Impfstoff für die Menschheit zu entwickeln, der sie von einer der großen Krisen der letzten Jahre, nämlich dem Coronavirus, befreit und das auch in einen normalen Umgang umsetzt. Ja, Sie haben also, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, durch Ihre innovativen Ideen, deren Umsetzung in wirksame Technologien, durch jahrelange Forschung und Technologieentwicklung beeindruckend nun diese Ergebnisse erzielt. Ja, es freut mich besonders, dass erstmals in der Geschichte dieses Rings 5 Persönlichkeiten ausgezeichnet wurden. Ein Team und ein einzelner Preisträger. Und es sind 2 Ringe. Sie sehen das hier hinter mir, der 40. und der 41. Ring, die heute ausgezeichnet werden. Und es gibt noch besondere Merkmale unter den 5 Ausgezeichneten. Zum zweiten Mal erst werden 2 Wissenschaftlerinnen ausgezeichnet. Die erste Pionierin war Evelyn von Gottsein. Ich habe schon gesagt, 1993 hat sie den Preis bekommen, als ausgewiesene Expertin der Regelungstechnik für Hochgeschwindigkeitsmagnetbahnen. Und wie Frau Gottsein eine Vordenkerin war und Umsetzerin bahnbrechender Ideen, so sind Sie das auch. Und es freut mich besonders, dass eben 2 Wissenschaftlerinnen auch in diesem Team, sozusagen ein ausbalanciertes, paritätisches Team, dazugehören. Ja, schließlich freut es mich auch, dass Sie heute ausgezeichnet mit einem internationalen Hintergrund Ihre herausragenden Ideen umgesetzt haben. Es zeigt, dass die Herkunft für die eigene Biografie von Bedeutung ist, aber dass jedoch für das Potenzial, bahnbrechend zu leisten, es keine Rolle spielt. Und es freut mich auch zu hören, dass Sie in Ihren Herkunftsländern ebenso hoch geehrt werden. Und das müssen Sie auch stolz machen, dass Sie überall auf der Welt in diese Ehrung erfahren. Ich gratuliere Ihnen also von ganzem Herzen zu Ihren Ideen, Ihren Entwicklungen und Ihren Erfolgen. Zusammen eine äußerst beeindruckende Leistung, die so viel für viele Menschen in jeder Hinsicht bedeutet. Herzlichen Glückwunsch.
Lassen Sie mich jetzt kurz ein bisschen den weiteren Verlauf des Abends erklären, den Sie natürlich auch in Ihrem Programm finden. Wir werden jetzt einen kurzen Film sehen, der nochmal die Errungenschaften der Preisträgerinnen und Preisträger darlegt. Und dann wird Herr Bundesminister Heil uns begrüßen und den Preisträgerinnen und Preisträgern auch noch Botschaften mit auf den Weg geben. Und dann kommt die Preisehrung. Wir werden nacheinander beide Teams ehren. Zunächst mit einer Laudatio. Dann werden wir die Preise übergeben und dann hören wir auch von den Preisträgerinnen und Preisträgern einige der neuen Entwicklungen für die Zukunft. Und am Ende wird Nathalie von Siemens als eine der Nachfolgerinnen in der Familie von Siemens und uns auch ein bisschen was zum Ausklang berichten. Da freuen wir uns auch drauf. Also seien Sie jetzt gespannt auf einen schönen Abend und ich würde sagen, Film ab. Wir Menschen sind umgeben von Technik. Technik führt zu tiefgreifenden Veränderungen. Und es sind Menschen, die diese Veränderungen gestalten. Der Werner von Siemens Ring zeichnet diese Menschen aus. Wir brauchen Menschen, die mit Forschungsgeist, Unternehmertum und Verantwortung neue Wege gehen. Wie Werner von Siemens zu seiner Zeit. Stefan Hell hat mit der Nanomikroskopie einen Weg gefunden, lebende Zellen mit nie dagewesener Genauigkeit zu untersuchen. Die kleinsten Vorgänge unserer komplexen Welt werden so auf molekularer Ebene sichtbar. Özlem Türeci, Uğur Şahin, Katalin Karekö und Christoph Huber begründen ein neues Zeitalter der Medizin. Mit ihrer Forschung an mRNA haben Sie einen neuartigen Wirkstoff mit enormem Potenzial bei Infektionskrankheiten und der Krebstherapie erschlossen. Die unternehmerische Umsetzung, eine Pionierleistung. Mit technischen Innovationen gestalten wir die Welt, in der wir leben wollen. Und dafür brauchen wir Menschen wie unsere Preisträgerinnen und Preisträger. Menschen, die bereit sind, neue Wege zu gehen, um die Welt zum Besseren zu verändern. Was für ein wunderbarer Anblick Sie sind. Sehr geehrte Frau Denz, sehr geehrte Frau von Siemens, lieber Oliver Günther, Exzellenzen, Präsidentinnen und Präsidenten, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe eben gedacht, Frau Denz, in der langen Aufzählung großer Menschen waren ganz schön viele Niedersachsen dabei, was mich sehr stolz gemacht hat. Jedenfalls Menschen, die Stationen in Niedersachsen hatten. Gauß, Sie selbst in Braunschweig tätig jetzt. Herr Helbi haben uns in Göttingen kennengelernt. Aber wir wissen, es gibt auch andere Landesteile. Also schönen Gruß an alle, die rheinland-pfälzischen Migrationshintergrund haben. Aber meine Damen und Herren, ganz im Ernst, was könnte es für einen tolleren Tag geben als den 13. Dezember? Nicht nur des Geburtstags von Werner von Siemens wegen, sondern weil der 13. Dezember auch in andererlei Hinsicht ein historischer Tag ist. Vor über 130 Jahren wurde hier in Berlin Technikgeschichte geschrieben, und zwar genau an diesem Ort. Der Akademie der Wissenschaften. Und genau an diesem Tag, wie gesagt, dem 13. Dezember, und zwar, Frau Denz, ein Jahr bevor die Physikalisch-Technische Reichsanstalt gegründet wurde, nämlich im Jahre 1886. Damals, im Jahre 1886, gab der Physiker Heinrich Hertz eine wissenschaftliche Sensation bekannt, die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen. Also in einer Zeit, während die zweite industrielle Revolution mit Fließbandarbeit und Massenproduktion gerade erst ein bisschen Fahrt aufnahm, wurden hier an diesem Ort bereits die Grundlagen für die dritte und vierte industrielle Revolution gelegt. Es war die Geburt der drahtlosen Kommunikation, der modernen Informationstechnik, eine Technologie, ohne die uns unser heutiges Leben nicht mehr vorstellbar wäre. Allerdings der Begriff der Sprunginnovation war damals noch nicht so richtig verbreitet. Doch es waren schon immer große Entwicklungssprünge als Ergebnis genialer Ideen. Der Buchdruck, die Dampfmaschine, die Glühbirne,
Der Dynamo, natürlich eine Erfindung von Werner von Siemens, aber auch der erste Computer von Konrad Zuse. Oder um ein jüngeres Beispiel zu nehmen, der Durchbruch der Bilderkennung auf Grundlage künstlicher Intelligenz vor genau 10 Jahren. Und ich kann es nicht anders sagen, wir haben uns eben kurz ausgetauscht. Wir haben uns tatsächlich in Göttingen kennengelernt, weil ich war damals stellvertretender Vorsitzender meiner Fraktion, zuständig für Wissenschaftspolitik. Mein damaliger, leider viel zu früh verstorbener Fraktionsvorsitzender Thomas Oppermann lud zu einer gemeinsamen Klausur der damaligen großen koalitionären Fraktion ein. Und wir waren so stolz, einen Nobelpreisträger zu sehen. Jemanden, der unser Land verändert hat und die Welt auch. Aber es geht weiter, meine Damen und Herren, und es geht immer weiter. Täglich wird an neuen bahnbrechenden Lösungen gefeilt, in der IT, in der Biotechnologie oder in der Nanophysik. Und nicht selten folgt auf Innovation auch Revolution. Meine Damen und Herren, was der ersten, zweiten, dritten und vierten industriellen Revolution gemein ist, sie brachten Fortschritt. Zunächst technologisch, dann auch ökonomisch. Doch die Folge, das muss ein Arbeits- und Sozialminister hervorheben, die Folge war dann auch sozialer Fortschritt. Allerdings nicht immer von allein. Es musste auch viel dafür gekämpft werden. Es ist interessanterweise dieser soziale Fortschritt, der heute nicht nur Folge, sondern auch grundlegende Bedingung für Wachstum und Wohlstand ist. Jedenfalls ist das Bekenntnis für Fortschritt in unserem Land überlebensnotwendig, wenn wir ein modernes Land bleiben wollen. Und das sage ich gerade in diesen Tagen und diesen Zeiten. In diesen Zeiten ist das Bekenntnis zu einem umfassenden Fortschrittsbegriff auch ein politisches Statement. Ich meine die Zeiten, in denen Revanchismus, Nationalismus, der Bruch des Völkerrechts, die Missachtung von grundlegenden Menschen- und Freiheitsrechten zunehmen. Das nicht nur durch den russischen Angriffskrieg, sondern beispielsweise auch in einem Wissenschaftsland wie dem Iran. Meine Damen und Herren, aber klar ist, dass Fortschritt immer auch Forschung braucht. Und deshalb ist es gut, dass wir in Deutschland exzellente Forscherinnen und Forscher haben. Und es ist mir tatsächlich heute eine große Ehre und eine große Freude, an dieser Veranstaltung auch teilnehmen zu dürfen. Die Forscherinnen und Forscher, die heute ausgezeichnet werden, haben wirklich großartiges, man muss sagen, revolutionäres geleistet. Und das nicht nur in ihrer Disziplin und für ihre Disziplin, sondern für uns alle. Nicht nur als Volkswirtschaft, als Gesellschaft, sondern auch als Weltgesellschaft. Sie haben Geheimnisse der Natur entschlüsselt und sind vorgedrungen in bisher nicht bekanntes Terrain oder, um eine alte Fernsehserie zu zitieren, in unendliche Weiten. Sei es auf dem Gebiet der mRNA oder der Mikroskopie. Sie haben Zeit, Sie haben Kraft und Sie haben Geld investiert und das ohne Garantie auf Erfolg. Und ja, Sie haben wahrscheinlich auch Rückschläge ertragen und Sie waren mutig und ausdauernd. Von diesem Engagement profitieren wir dann heute alle. Und dafür, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, sind wir Ihnen allen sehr dankbar. Und meine Damen und Herren, wir müssen das jetzt per Applaus mal ausdrücken. Man möge sich die Welt gar nicht mehr ohne ihre Erfindung vorstellen. Das meine ich sehr ernst. Innovationen machen uns stark für die Zukunft, aber sie machen uns eben auch stark in Krisen. In der Pandemie ist uns das allen auf furchtbare Art und Weise bewusst geworden und auf glückliche Art und Weise, denn Forschung war nicht nur Kür, sondern Pflicht in einem hochentwickelten Land. Sie machen uns also nicht nur zukunftsfähig durch ihre Arbeit, sondern auch widerstandsfähig in schwierigen Zeiten, um den oft in diesen Tagen strapazierten Begriff der Resilienz zu stressen. Lassen Sie mich noch einen Gedanken festhalten, der mich besonders beschäftigt und mir sowohl politisch als auch persönlich sehr am Herzen liegt. Gute Forschung braucht die Ausstattung mit entsprechenden Ressourcen. Und bevor Sie jetzt Finanzverhandlungen mit mir führen wollen, ich sehe die Präsidentinnen und Präsidenten der großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Gemeinschaften. Ich meine nicht nur die Ausstattung mit finanziellen Mitteln und das Bekenntnis zu berühmten Prozentzielen einer Volkswirtschaft, sondern ich meine die berühmten Human Resources, also die Arbeits- und Fachkräfte in diesem Land.
Ich sage das in vollem Bewusstsein, dass wir uns nicht auf dem ausruhen dürfen, was uns stark gemacht hat in unserem Land. Wir müssen offen, und ich füge hinzu, offener werden für kluge Köpfe und das aus aller Welt. Das heißt auch, dass wir uns in diesen Tagen sehr deutlich zur Einwanderung und Zuwanderung bekennen müssen. Wir erleben leider zu häufig, dass Qualifizierte auch einen Bogen um unser Land machen, und das nicht nur wegen des Wetters und der Sprache. Und es gibt eine weit verbreitete Illusion, leider noch in größeren Teilen unserer Gesellschaft, dass alle qualifizierten Arbeits- und Fachkräfte nichts Sehnlicheres vorhaben, als nach Deutschland zu kommen. Man kann mathematisch nachweisen, dass wir ein paar Nachteile haben. Nur etwa 100 Millionen Menschen auf der Welt sprechen unsere wunderbare Sprache und 80 Millionen wohnen schon hier. Und ein paar auch noch in Österreich und in der Schweiz. Das heißt, wir haben im Verhältnis zu anderen klassischen Einwanderungsländern, angelsächsisch sprechenden Ländern oder auch frankophonen Ländern oder spanisch sprechenden Ländern schon einen gewissen Wettbewerbsnachteil. Es liegt auch, und das muss man offen sagen, an der Bürokratie und den Rahmenbedingungen, dass Menschen einen Bogen um unser Land machen. Das aber, meine Damen und Herren, sind Dinge, die wir ändern können im Gegensatz zu Sprache und Wetter. Und an denen müssen wir arbeiten. Deutschland muss attraktiver werden für Qualifizierte aus der gesamten Welt. Und ich will das sagen mit Blick auf etwas, was ich als Arbeits- und Sozialminister sehr gut kenne, nämlich die Demografie dieses Landes. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das muss ich mal ein bisschen angeben, auch eine hochdekorierte Wissenschaftseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, hat hochgerechnet, dass uns bis 2035 in Deutschland 7 Millionen Arbeits- und Fachkräfte fehlen. Und wer im Moment sich schon über Arbeits- und Fachkräftemangel in verschiedensten Teilen der Wirtschaft als Wachstumsbremse beklagt, der weiß, die eigentliche Aufgabe liegt noch vor uns. Ab 2025 wird die Generation der Babyboomerinnen und Babyboomer in den wohlverdienten Ruhestand gehen, also der vor 64 Geborenen. Ich bin Jahrgang 72, von mir gibt es schon ein paar weniger, dazwischen war auch eine Sprunginnovation, nämlich die Pille, und das wächst sich so durch. Wir müssen Antworten darauf finden, und die Antworten finden sich darin, dass wir tatsächlich beides tun müssen, alle inländischen Potenziale zu nutzen und zu heben und qualifizierte Zuwanderung zu organisieren. Wer etwas erreichen will mit Talent und Tatkraft, der soll es hier bei uns in Deutschland versuchen können. Und davon profitieren auch innovative Unternehmen wie BioNTech und damit wir alle. Es geht, wie gesagt, nicht nur um Einwanderung. Es ist genauso wichtig, dass wir jedem Menschen in Deutschland eine Chance geben, der schon hier ist, ob er oder sie. Ich spreche an die soziale Durchlässigkeit unserer Bildungssysteme. Es ist kein guter Befund, dass in Deutschland Talent und Leistung nicht so stark zählen wie Herkunft. Und wir können uns es weder gesellschaftlich noch ökonomisch leisten. Und das fängt an in unseren Kitas, Familien und Schulen. Das setzt sich fort über die Frage von Berufsorientierung an Schulen. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich wünsche mir ab der 5. Klasse in jeder Schulform in Deutschland Berufsorientierung. Mein Kind hat gerade so ein Fach. Mein Sohn ist 10 Jahre alt, hat ein Fach, das heißt Arbeit, Technik, Wirtschaft. Ich glaube, es wird ihm nicht schaden. Aber ich wünsche mir das für alle. Ob sie dann einen beruflichen oder einen akademischen Bildungsweg oder ein Hybrid davon eingehen, ist nicht die entscheidende Frage. Aber wir haben viel zu viele, die auf der Strecke bleiben. Wir reden über Arbeits- und Fachkräftemangel und haben 45.000 Schülerinnen und Schüler, die jedes Jahr unsere Schule verlassen ohne Schulabschluss. Das ist der Nachwuchs für Hartz IV, hätte ich vor ein paar Wochen gesagt. Jetzt müsste ich sagen, das ist der Nachwuchs fürs Bürgergeld. Aber den wollen wir nicht. Wir reden über Arbeits- und Fachkräftemangel und haben 1,3 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 ohne berufliche Erstausbildung. Wir reden über Arbeits- und Fachkräftemangel und haben ein ungehobenes, großes Potenzial von gut ausgebildeten Frauen in Deutschland, die zwar auf den ersten Blick, was die Erwerbsbeteiligung betrifft, inzwischen viel besser am Arbeitsmarkt präsent sind als noch vor 20, 30 Jahren. Aber wenn man sich das Arbeitszeitvolumen anguckt, man doch eher Männer in Vollzeit erlebt und Frauen oft auch ungewollt in Teilzeit. Wir werden all diese Register noch mehr im Inland ziehen müssen und trotzdem brauchen wir massiv qualifizierte Zuwanderung. Das ist der Grund, warum wir ein Einwanderungsgesetz als Bundesregierung in Eckpunkten beschlossen haben. Ich weiß aber und bitte Sie um Unterstützung in der Debatte, die darauf folgt, weil Migrationsdebatten
nie einfach sind für eine Gesellschaft. Wir müssen nicht nur ein Gesetz machen. Wir müssen nicht nur wie in der Vergangenheit irgendwie qualifizierte Zuwanderung mühsam bürokratisch hinnehmen. Wir müssen sie wollen. Und zwar gesellschaftlich und übrigens auch in der Administration. Was nützt das modernste Einwanderungsgesetz, wenn die deutschen Auslandsvertretungen unglaublich lange brauchen, um Visa zu erteilen? Was nützt es, ein besseres Einwanderungsgesetz zu haben und so mit Verlaub lahmarschig zu sein, wie wir es sind, was die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen betrifft? Und was nützt das modernste Einwanderungsgesetz, wenn man nicht den alten Satz beherzigt, es kommen nicht nur Arbeitskräfte, es kommen Menschen. Und wir werden Integration nicht nur anbieten, sondern wir werden einladend sein müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns das gelingen kann, gelingen wird in Deutschland. Und dass die Tatsache, dass es in der Vergangenheit nicht gelungen ist, keine Ausrede ist, es nicht anzugehen. Und ich werbe ganz bewusst bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, die heute hier sind, dafür, dieses politische Projekt in unserem allgemeinen eigenen Interesse zu unterstützen, damit wir ein Fortschrittsland bleiben. Denn Integration, meine Damen und Herren, schafft auch Innovation. Lieber Herr Sasin, liebe Frau Türkçi, liebe Frau Kairiko, lieber Herr Huber, Sie haben ja, wie gesagt, jetzt alle einen rheinland-pfälzischen Migrationshintergrund. Aber Sie sind die lebenden Beispiele dafür, dass ein Land, das nicht nur technologischen Fortschritt haben will, sondern auch wirtschaftlichen und sozialen, von Vielfalt lebt und nicht von Einfalt. Und von Ihren guten Beispielen müssen wir ein bisschen mehr in Deutschland lernen. Das ist meine feste Überzeugung. Der Ökonom Richard Florida hat vor 20 Jahren mal ein Buch geschrieben über das Aufkommen einer kreativen Klasse. Nun, als Sozialdemokrat bin ich kein Fan von Klassen, außer es geht um die Schule meiner Kinder. Aber er sprach in seinem Buch von der Rising of the Creative Class über Standortbedingungen, die einen modernen Staat, eine moderne Volkswirtschaft, eine offene Gesellschaft ausmachen. Und er hat von 3 T's gesprochen, die man braucht, um erfolgreich zu sein in der Zukunft. Von Technologie, von Talenten und von Toleranz. Und ich finde, das ist in dem Sinne dessen, was ich eben beschrieben habe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir reden in diesen Tagen sehr, sehr viel über große Probleme, über steigende Preise, über mangelnde Fachkräfte, über Lieferengpässe. Und keine Frage, die Krisenbewältigung ist das Gebot der Stunde. Denn wir dürfen nicht zulassen, dass Putin mit dem Einsatz von Gas als Waffe unsere Gesellschaft sozial spaltet und wirtschaftlich so beschädigt, wie er es vorhat. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das sind seine eigenen Reden, damit unsere Solidarität mit der Ukraine zusammenbricht. Aber bei aller Notwendigkeit, Krisenmanagement zu betreiben, in Unternehmen, in der Politik, im Staat, wir müssen nicht nur Krise meistern, wir müssen Fortschritt machen, um ein starkes Land zu bleiben. Und meine Damen und Herren, jetzt mal ein Nicht-Naturwissenschaftler im Zitat. Im besten Sinne dessen, was Bert Brecht in seiner berühmten Kinderhymne bezeichnet. Und weil wir unser Land verbessern, behüten und beschirmen wir es. Und das Beste mag es uns scheinen, wie den anderen Ländern ihr's. In diesem Sinne setzt der Werner von Siemensring ein deutliches Zeichen in dieser Zeit. Meinen herzlichen Dank an diejenigen, die das vorbereitet haben. Mein ganz großer Dank und mein großer Respekt an die wunderbaren Preisträgerinnen und Preisträger. Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung. Ja, lieber Herr Heil, vielen Dank für Ihre sehr guten Worte und den Hinweis auf das, was uns bevorsteht, den Fachkräftemangel. Und Sie haben mir ein bisschen aus dem Herzen gesprochen. Ich glaube auch den Preisträger und Preisträger. Denn was wir tun, ist auch junge Menschen zu begeistern. Nicht nur für Wissenschaft, sondern auch für Technologie. Und wir wollen auch dazu beitragen, dass man diese Personen sich nicht mehr vorstellt, wie manche Schülerinnen und Schüler, die denken, dass Einstein oder ein Techniker ganz alleine im stillen Kämmerlein arbeitet, bis die Idee kommt. Wir wollen zeigen, dass unsere Arbeiten interdisziplinär sind, dass sie in Teams entstehen und dass sie auch international sind. Und dann wird es auch attraktiver. Und ich glaube, wir arbeiten alle daran, das jungen Menschen darzustellen. Deshalb ist es jetzt Zeit, auch zur
Preisverleihung oder zur Preiseinheit zu kommen. Wir fangen mit dem 40. Ring an. Und das wird jetzt von Herrn Herngartner als Laudator uns ein bisschen näher gebracht, bevor wir dann zur Ehrung von Ihnen als BioNTech-Team, wenn ich so sagen darf, dann kommen. Bitte, Herr Herngartner. Vielen Dank, Frau Denz. Das waren sehr eindrückliche Worte. Und als Schweizer kann ich sagen, vieles, was Sie gesagt haben, kann auch für die Schweiz angewendet werden. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, für die würdigen Preisträger die Laudatio zu halten. Liebe Özlem, lieber Ugo, liebe Katalin, lieber Christoph, es freut mich außerordentlich, dass Sie heute mit dem Werner von Siemens Ring 2022 ausgezeichnet werden. Vor genau 3 Jahren, im Dezember 2019, wurde in der Stadt Wuhan in China ein neuartiges Virus identifiziert, das vor allem die menschlichen Atemwege befällt. Inzwischen ist diese Krankheit uns allen als Covid-19 bekannt. Die ersten Versuche, das Virus einzudämmen, schlugen fehl und die Krankheit breitete sich rasch über den ganzen Globus aus. Am 30. Januar 2020 erklärte die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand und am 11. Dezember eine Pandemie. Bis heute hat diese Pandemie laut dem Johns Hopkins Registry Office mehr als 640 Millionen Krankheitsfälle und fast 7 Millionen Todesfälle gefordert und ist damit eine der tödlichsten Pandemien aller Zeit. Ohne die außerordentliche wissenschaftliche Leistung der heute Geehrten wären die Auswirkungen dieser Pandemie unvorstellbar verheerender geworden. Nun, wie kam es dazu, dass diese 4 Wissenschaftler zu einem so erfolgreichen Quartett zusammenfanden? Der Spezialist für klinische Immunbiologie, Professor Christoph Huber, wurde 1990 von Innsbruck zum Direktor der medizinischen Klinik der Johannes-Gutenberg-Universität nach Mainz berufen. Seine Schwerpunkte waren Hämatologie, Onkologie und Stammzellentransplantation. Mit seinem Flair für Wissenschaft, Klinik und Unternehmertum ist es ihm über die Jahre gelungen, in Mainz vor allem für junge, talentierte Biologen und Mediziner eine großartige Entwicklungsschmiede aufzubauen. Auch die beiden jungen Mediziner, Dr. Özlem Türeci und Dr. Ugo Sahin, wurden nach ihrer medizinischen Ausbildung und der gemeinsamen erfolgreichen onkologischen Forschungstätigkeit an der Universitätsklinik des Saarlandes von Christoph Huber 2000 nach Mainz berufen. Nach einem einjährigen Aufenthalt bei uns am Institut für experimentelle Immunologie in Zürich kehrte Ugo 2001 nach Mainz zurück, um gemeinsam mit seiner Frau Özlem und Christoph Huber die Firma Ganymed zu gründen. Als Aufsichtsratsmitglied hatte ich das Privileg, Özlem kennen und schätzen zu lernen. Während dieser teilweise kritischen Zeit für ein junges Start-up-Unternehmen kam der Firma Ganymed glücklicherweise die großzügige Investorentätigkeit der Gebrüder Andreas und Thomas Strüngmann, Thomas ist hier, und Michael Motschmann zugute. Unter der kompetenten Führung von Özlem Türeci wurde gemeinsam am Ende mit 80 Mitarbeitenden ein Medikament gegen Magenkrebs entwickelt.
Nach der erfolgreichen klinischen Testphase 2 wurde Ganymed 2016 an die japanische Firma Astellas verkauft. Nun, vor einem Monat wurden für dieses Medikament ausgezeichnete Phase 3 Studienresultate publiziert. Und im nächsten Jahr wird deshalb dieses Medikament mit großer Wahrscheinlichkeit für die Behandlung von Magenkrebs auf den Markt kommen. Herzliche Gratulation zu diesem Riesenerfolg. Özlem Türeci und Ugo Şahin forschten in Mainz zusammen mit einem großen Team auch intensiv an der Entwicklung der Messenger-RNA-Technologie. Diese komplexe Technologie sollte zur personalisierten Immuntherapie bei Krebspatienten zur Behandlung unterschiedlichster Erkrankungen eingesetzt werden. Dazu gründeten die zwei Forscher und Christoph Huber, wiederum in enger Zusammenarbeit mit den Investoren Andreas und Thomas Strüngmann und Michael Motschmann, 2008 die Firma Ganymed. Die Firma BioNTech. Die intensiven Forschungsarbeiten in Mainz führten zu bahnbrechenden Entdeckungen, die es ermöglichten, mit kleinsten Mengen von Messenger-RNA, welche in sogenannten Lipid-Nanopartikeln verpackt wurden, das Immunsystem gezielt gegen Krebszellen oder virale Pathogene zu simulieren. 2014 stieß die vierte, heute geehrte Professorin Katalin Karikó als Senior Vice President zu BioNTech in Mainz. Katalin Karikó ist Biochemikerin, die an der Pennsylvania University gearbeitet hatte. Sie entdeckte, wie die Messenger-RNA durch die chemisch leichte Veränderung bestimmter Ribonukleoside stabilisiert werden konnte. Damit konnte die Abwehrreaktion des Körpers gegen die Messenger-RNA abgeschwächt und die intrazelluläre Peptid- und Proteinproduktion erheblich gesteigert werden. Die Erkenntnisse und Resultate der langjährigen Forschungstätigkeit dieses erfolgreichen Quartetts und ihren Mitarbeitern international und in Mainz waren entscheidend für die Entwicklung einer grundsätzlich neuen Art von Impfstoffen. Die unzähligen, aufsehenerregenden Publikationen wurden die Forschungsergebnisse fortlaufend mit der wissenschaftlichen Community geteilt. Ganz besonders möchte ich auch erwähnen, dass die Aktivitäten von Özlem Türeci und Ugo Şahin nicht nur in den Labors in Mainz stattfanden, sondern sich auf viele Spin-off-Unternehmen und Zusammenarbeiten ausweiteten. Auch die konsequente Vernetzung und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Pharmafirmen wie Pfizer, Genentech und anderen waren später von großer Bedeutung. Und dann trafen Ugo Şahin und Özlem Türeci im Januar 2020 den schicksalshaften Entscheid für den Start des Projektes Lightspeed. Damit wurden all die bisher erarbeiteten Erkenntnisse über die neuartige Messenger-RNA-Technologie verwendet, um innerhalb weniger Wochen verschiedene Impfstoffvarianten gegen das Coronavirus zu produzieren. In einem noch kaum je dagewesenen Kraftakt der gesamten Mitarbeiterschaft von BioNTech und dank der schon seit Jahren hervorragend eingespielten Zusammenarbeit, vor allem mit der Firma Pfizer, wurde es möglich, innerhalb von nur 11 Monaten eine Impfstoffvariante auf Basis der Messenger-RNA-Technologie zu entwickeln. Eine unglaubliche Leistung,
wissenschaftlich als auch unternehmerisch. Was sich in Mainz in der Firma BioNTech in den letzten Jahren und vor allem in den letzten drei abgespielt hatte, zeigt, welch gewaltige Leistung Menschen mit ihrem wissenschaftlichen Wissen und Können, Organisationstalent und harter Arbeit erreichen können. Die transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ausgezeichneten langjährigen Mitarbeitern, mit Pharmafirmen, mit den regulatorischen und staatlichen Organisationen sowie mit den Investoren sind entscheidend für diesen außerordentlichen Erfolg. Özlem, Ugo Sahin und Katalin Kariko und Christoph Huber. Es ist mir eine große Ehre und Freude, diese Worte an euch zu richten. Eure außergewöhnlichen Leistungen machen euch zu äußerst würdigen Empfängern des Werner von Siemens Ring 2022. Euch gebührt der Dank von uns allen hier Anwesenden und von den vielen Millionen Menschen, die von eurer Vision und eurem Engagement profitiert haben und noch profitieren werden. Meine herzlichste Gratulation. Herr Hangander, ganz herzlichen Dank. Ich habe sogar noch was gelernt, nämlich, dass Sie vier Ihr Projekt sehr ehrgeizig Lichtgeschwindigkeit genannt haben. Und die Lichtgeschwindigkeit ist die schnellste Geschwindigkeit überhaupt. Und ich habe jetzt gelernt, für die Medizinzulassung haben Sie auch diese höchste Geschwindigkeit, die überhaupt möglich ist, realisiert. Also sehr beeindruckend. Wir schreiten jetzt zur Übergabe des Rings. Herr Heil, darf ich Sie auf die Bühne bitten und Sie vier auch zur Übergabe des Rings. Kommen Sie bitte auf die Bühne. Ja, ich bleibe hier noch mal ein bisschen am Mikrofon, um noch einige Worte zu sagen. Herr Herngarten hat das schon hervorragend ausgedrückt. Das ist eine wissenschaftlich herausragende Leistung. Es ist eine Leistung der Umsetzung in kürzester Zeit. Und es ist eine Leistung, eine Firma zu gründen, die so viel für die Gesellschaft getan hat. Also ganz herzlichen Glückwunsch. Und Herr Heil, vielleicht übernehmen Sie jetzt das, diese Kassette Ihnen zu überreichen. Und für diejenigen, die noch nicht gesehen haben, es ist eine Kassette in Form einer Messenger-RNA oder eines Coronavirus innen drin mit vier Ringen. Denn wir haben ja vier Preisträgerinnen und Preisträger. Damit wir jetzt auch ein bisschen hören, wie es denn weitergeht und wie die Entwicklung der Zukunft ist, wird uns jetzt Frau Türeci ein bisschen was berichten über zukünftige Herausforderungen, die ja nicht ausgehen und von denen wir sicher sind, dass Sie die auch meistern werden. Vielen Dank.
Ja, zunächst einmal möchte ich mich, Hans, bei dir ganz herzlich bedanken in unserer aller Namen und nicht nur für diese lieben Worte, sondern auch, dass du uns schon so lange in diesen Dingen begleitest. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Stiftungsrates, liebe Gäste, im Namen meiner drei Partner möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns für würdig empfunden haben, diese ganz besondere Auszeichnung entgegenzunehmen. Wir fühlen uns sehr geehrt, insbesondere auch deswegen, weil dieser Preis eine ganz besondere Bedeutung für uns hat. Der Umstand, dass er das Zusammenspiel von Forschergeist, von Unternehmertum und von Zukunftsverantwortung, sowohl im Kleinen für den Nachwuchs, für den wissenschaftlichen Nachwuchs, aber auch im Großen für die Gesellschaft, als so wichtig anerkennt und zelebriert, das entspricht sehr auch der Lebensphilosophie von uns Vieren. Wir als Forscher und Unternehmer sehen das so, dass wir unsere Forschung zu etwas translatieren wollen, was dem Menschen nützt, nach der Maxime Science to translate science to survival and to health. Und das ist etwas, was sehr im Einklang mit dieser Stiftung ist. Diese Auszeichnung sehen wir auch als Würdigung der Generation an Wissenschaftlern, die beigetragen haben zum Entdecken der RNA und zum Erforschen der RNA und damit als Wegbereiter ihrer Anwendung zu gelten haben. Forschung passiert immer über Generationen hinweg und wir können als Forscher immer aufbauen auf dem, was andere an Wegen bereitet haben. Auch möchte ich diese Gelegenheit nutzen, in unserer aller Namen uns zu bedanken bei unseren Weggefährten, die uns auf dieser langen Reise begleitet haben. Einige von denen sind hier. So ganz herzlichen Dank, dass ihr mit uns zu diesem Anlass hier seid. Und wir möchten uns auch bedanken bei unseren fantastischen Mitarbeitern, die das Ganze begleitet haben. Die Reise, die begann vor vielen Jahren und startete an unterschiedlichen Orten und mit unterschiedlicher Motivation. Unsere Freundin Katalin Carico war interessiert an einer Technologie, die ihr erlauben würde, Proteinersatztherapie zu machen. Und wir drei Mediziner aus Verantwortung unseren Krebspatienten gegenüber waren interessiert daran, einen Impfstoff gegen Krebs zu entwickeln. Impfstoff, das bedeutet ein Fahndungsfoto, den Krebszellen, dem Immunsystem zu kommunizieren, dass es dem Immunsystem dann ermöglicht, eine Hochpräzisionsimmunantwort gegen den ja dann schon bestehenden Krebs im Patienten einzuleiten. Wir dachten uns, wenn Krebserkrankungen doch so individuell sind und daran scheitern, dass wir immer nach der One-for-All-Medizin suchen, ist es dann nicht möglich, eine Krebsimpfung maßgeschneidert und on-demand für jeden einzelnen Patienten zu machen. Und wir erkannten das enorme Potenzial von RNA für diesen Zweck. RNA als eigentlich die ursprünglichste Form der Informationstechnologie, der Kommunikation, von der Natur dafür erfunden, die Information der DNA, der Erbsubstanz zu translatieren, zu übertragen in Proteine, die Funktionsträger des Lebens. Und ein Molekül, das transient wirksam ist, seine Information überträgt, aber dann auch wieder verschwindet. Uns war allerdings klar, dass neben dem großen Potenzial mRNA auch bedeuten würde, dass beträchtliche Entwicklung nötig war, um dieses Molekül für den präventiven oder therapeutischen Einsatz am Menschen fit zu machen. Und das hat uns Vieren dann auch tatsächlich etliche Jahre gekostet. Es fing an damit, mit dem Kernproblem der RNA, warum sie auch von vielen Forschern damals in den 90ern insbesondere vernachlässigt worden ist, nämlich damit, dass RNA, wenn sie von außen einer Zelle zugeführt wird, ihr eine geringe Stabilität und geringe Potenz hat. Sie überlebt nicht lange in der Zelle, weil sie eine Abwehrreaktion auslöst und sie muss konkurrieren mit den zelleigenen RNAs, die ja in jeder Zelle vorkommen. Wie erreicht man nun, dass man
RNA in der Zelle länger erhält und mehr Protein von ihr produzieren lässt, weil je mehr Protein, je mehr Wirkungsgrad, je mehr Potenz. Und das haben wir durch Molecular Engineering geschafft und wir hatten da verschiedene Ansätze. Unsere Partnerin Katalin hat festgestellt, dass sie die Abwehrreaktion der Zelle, die dann die weitere Nutzung der RNA unterbindet, dass sie diese verhindern kann, indem sie eine der vier Bausteine der mRNA modifiziert, Nukleosid-Modifikation. Dadurch kann man eine Art Tarnkappenmodus herbeiführen und die Abwehrreaktion aushebeln und die mRNA kann translatiert werden. Wir haben einen anderen Weg begangen. Wir haben festgestellt, dass die Strukturelemente, sozusagen die Steuerungselemente der RNA, die links und rechts von dem Fahndungsfoto, das ja vermittelt werden soll, als Regulatoren sitzen, dass man diese umdesignen kann, jedes einzelne von ihnen, und auf diese Art und Weise die mRNA in der Zelle stabil machen kann, also sie mit einem VIP-Pass versehen kann. Im Covid-19-Wirkstoff haben wir beide, im Impfstoff haben wir beide Ansätze miteinander kombiniert und haben auf diese Art und Weise eine sehr hohe Potenz und damit die Notwendigkeit von geringen Dosen erreichen können. Nächste wichtige Frage. Wohin müssen wir einen RNA-Impfstoff im Körper lotsen und wie genau machen wir das? Auch das eine Frage, die uns viele Jahre beschäftigt hat. Wir haben uns da von der Natur abgeguckt, wie man das denn so macht. Möchte man eine Immunantwort auslösen, dann passiert diese Immunantwort natürlicherweise in ganz bestimmten Organen, nämlich in den sogenannten lymphatischen Geweben des Körpers. Das sind die Bootcamps des Immunsystems und da sitzen spezialisierte Zellen, sogenannte dendritische Zellen, die sozusagen die Hochleistungstrainer sind. Wenn Sie wissen, wie das Fahndungsfoto aussieht, dann induzieren Sie eine starke und präzise Immunantwort. Also war die Aufgabe, mRNA-Impfstoffe dorthin zu bringen. Und zu diesem Zweck haben wir Einpackmechanismen aus Lipid, aus Fettbläschen entwickelt, die das ermöglicht haben und dadurch diesen Bodyhack geschafft. Dann die dritte Frage, die uns lange beschäftigt hat. Die große Vision war es ja, maßgeschneiderte Impfstoffe für Krebspatienten herzustellen. Und das ist immer noch unsere Vision, die wir verfolgen. Individualisierte Impfung bedeutet, dass man zunächst mal für diesen einen Patienten die Erkennungsmerkmale seines Tumors charakterisiert und die sind bei jedem Patienten unterschiedlich unikal, dieses dann in einen mRNA-Impfstoff designt und diesen Impfstoff dann maßgeschneidert und on demand herstellt, während der Tumor des Patienten wächst. Damit haben wir begonnen, vor vielen Jahren, 2013, erstmalig tatsächlich in Patienten zu gehen. Und am Anfang hat das Herstellen des Impfstoffes für jeden einzelnen Patienten 3 bis 6 Monate gedauert. Mittlerweile, nach vielen Jahren und vielen Innovationen, sind wir bei 3 bis 6 Wochen. Bis 2019 hatten wir Hunderte von Krebspatienten an vielen Orten der Welt in unseren klinischen Studien mit individualisierten RNA-Impfstoffen aus Mainz behandelt. Jedes Mal war es ein Wettlauf gegen die Tumorerkrankung und das hat uns geholfen, optimierte Methoden zu entwickeln und eine Sensibilität für Dringlichkeit zu entwickeln. Und das hat uns geholfen, als wir an dem schicksalshaften Wochenende im Januar 2020 verstanden haben, dass die Welt sich in einer Pandemie befand und nie wieder so sein würde, wie wir sie kannten. Wir fühlten, so sind Wissenschaftler, das wissen Sie alle, die Sie hier sind, wir fühlten die Verantwortung, mit dem über viele Jahre erforschten und entwickelten, zur Bewältigung dieser anbrechenden Krise beizutragen. Und das nächste Kapitel dieser Geschichte, die wir ja Projekt Lightspeed genannt haben, die Entwicklung unseres Impfstoffes noch innerhalb des Jahres 2020, die ist vielen bekannt.
Die Mission, das Potenzial der RNA-Technologie zu nutzen, ist mit Zulassung eines Covid-19-RNA-Impfstoffes allerdings nicht zu Ende. Wir alle wissen, die Evolution von SARS-CoV-2 bleibt dynamisch und die Verfügbarkeit von Virusvarianten angepassten RNA-Impfstoffen, die in den letzten Monaten realisiert werden konnte, zeigt weitere Nutzungsmöglichkeiten der RNA und zeigt auf, wo in der Zukunft Virusimpfstoffentwicklung hier hingehen wird. Wir sind aber auch überzeugt, dass RNA weit darüber hinaus transformatives Potenzial hat. Wir sind überzeugt, dass sie uns helfen wird, die Vision von individualisierten Krebsimpfstoffen zu erfüllen, weil sie durch ihre Versatilität erlaubt, durch miniaturisierte Produktion und Parallelproduktion und durch den Rückenwind von Industrie 4.0, die ja auch hier in Deutschland geboren worden ist, tatsächlich eine Individualisierung von Krebsbehandlung hinzubekommen. Wir sind aber auch überzeugt, dass darüber hinaus in anderen therapeutischen Indikationen, nicht nur in Krebs- und Infektionserkrankungen, sondern auch zum Beispiel in Autoimmunerkrankungen und regenerativer Medizin, RNA Möglichkeiten eröffnet, weil sie eine Kommunikationstechnologie ist, Veränderungen und Verbesserungen der Art und Weise, wie wir Patienten behandeln, zu schaffen. Als Wissenschaftler möchte man auch immer den Disclaimer aussprechen. Und lassen Sie mich das am Ende jetzt tun. mRNA-Technologie kann viel, kann sehr viel leisten. Was sie nicht kann, ist zaubern. Wenn man kommunizieren möchte, muss man immer noch, selbst bei bester Kommunikationstechnologie, wissen, was man sagen muss und zu wem man es sagen muss. Das heißt, um das dann auch tatsächlich zu können, bleibt auch weiterhin solide, wissenschaftliche, neugiergetriebene Mechanismusforschung sowie diligente Technologieentwicklung der Rosettenstein in dem Prozess Science to Survival zu translatieren. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Türeci. Und wir haben gelernt, es gibt auch für Sie viel noch zu tun. Und Sie tun es auch wieder für die Gesellschaft. Denn hätten wir nicht die Covid-Pandemie gehabt, wäre Krebs die Geißel gewesen, die auch gerade in der jetzt alternden Gesellschaft viele Menschen betrifft. Und das individualisiert zu lösen und wieder in der Gesellschaft eine Krankheit zu besiegen, das ist schon ein wahnsinnig wichtiges und auch genauso wichtiges Ziel wie das, was Sie jetzt erreicht haben. Also wir drücken Ihnen allen die Daumen, dass das so funktioniert, wie Sie eben auch schon mit Ihren Tests gestartet sind. Wir würden jetzt zur zweiten Preisübergabe kommen und auch da wird es eine Laudatio geben, die Herr Professor Kramer nun vortragen wird, um die Arbeiten von Stefan Hell zu ehren. Bitte, Herr Kramer, kommen Sie auf die Bühne. Im Netz kursiert ein anrührendes Video. Ein sehbehindertes Kleinkind erhält zum ersten Mal eine Brille. Bisher hat es die Welt nur völlig verschwommen wahrgenommen. Doch jetzt plötzlich sieht es gestochen scharf. Es blickt ins Gesicht der Mutter und mit aufgerissenem Mund freut es sich und ist verzaubert vom Detail. Vielleicht war Stefan Hell genauso verzaubert, als er erstmals die verborgenen Feinheiten der Welt in seinen Laserapparaturen erblickte. Sicher war der Moment, als der Schleier fiel, ein Augenblick großer Freude, denn
Es lagen harte Jahre hinter ihm. Jahre, in denen kaum jemand glaubte, dass seine Idee tragen würde. Jahre, in denen er trotzdem festhielt an seiner Lebensvision, die Auflösungsgrenze des Mikroskops zu durchbrechen. Es braucht schon einiges an Chuspe, um das alte AB-Limit in Frage zu stellen. Immerhin legte diese Formel seit über einem Jahrhundert die Auflösungsgrenze fest. Unterhalb der halben Wellenlänge des Lichts geht nichts mehr. Spätestens bei 0,2 Mikrometer Trennschärfe ist Schluss. Das wollte Stefan Hell nicht akzeptieren. Er hinterfragte die alte Formel und entwickelte seine eigene Idee. Nur wenige Kollegen glaubten an den jungen Mann und vielleicht sogar mehr an seine Motivation als an die Idee. Jedenfalls ließen sie ihn machen, und so machte Stefan Hell, und er machte aus dem Mikroskop ein Nanoskop. Und seine Arbeitsgruppe entwickelte eine Methode namens Stimulated Emission Depletion oder kurz STED. Diese Methode ermöglicht es, Objektdetails im Nanometerbereich zu unterscheiden. Ein Nanometer, ein Millionstel Millimeter, wie nur wurde das möglich? In den 90er Jahren ist Stefan Hell allein mit seiner Idee. Er geht voran, er betritt Neuland, und dort gibt es keinen Weg. Sein Weg entsteht erst beim Gehen. Es sind mühevolle Schritte, doch er hält an seinem Weg fest. Er hört die Zweifel und nimmt sie als Ansporn. Immer weiter. Dann, Jahre später, wird für alle sichtbar, dass seine Idee trägt. Aufbruchstimmung. Jetzt treiben auch andere Labors die Entwicklung der hochauflösenden Bildgebung voran. Und wer einmal scharf in die Welt blickte, will nie wieder die Brille absetzen. Kein Wunder also, dass sich nun viele Forschende so ein Nanoskop wünschten. Und Stefan Hell kam ihrem Wunsch nach. Er gründete Firmen, bot die neue Technologie an. Er transformierte weltweit die Arbeit unzähliger Biologinnen, Mediziner, Materialforscherinnen und Neurowissenschaftler. Neue Arbeitsplätze entstanden in Göttingen. Dort ist Stefan Hell zu Hause, dort leben seine Frau Anna und die vier Kinder. Anna Hell setzt sich als Medizinerin seit vielen Jahren auch in Göttingen ein. Sie behandelt schwerkranke Kinder und zeigt soziales Engagement. Stefan Hell bleibt aber auch seiner alten Wirkstätte Heidelberg verbunden. Dort rekrutiert er Kollegen und Nachwuchstalente und treibt einen Forschungsneubau voran. Wie kann einer so werden? Wie das Durchhaltevermögen entwickeln, den nötigen Ehrgeiz und die Kraft, Rückschläge zu tolerieren, ja, Rückschlägen zu trotzen? Stefan Hell stammt aus dem Westen Rumäniens, und schon von den Eltern lernte er, dass niemand einem die Bildung nehmen kann. Nachdem seine Familie 1978 nach Deutschland kam, legte er das Abitur ab. Er studierte Physik in Heidelberg und wurde Adenauer Stipendiat. Im Jahr 1990 promovierte Stefan Hell und begann, nach Möglichkeiten zu suchen, die Lichtmikroskopie weiterzuentwickeln. Nach 2 Jahren am Europäischen Labor für Molekularbiologie wurde er 1993 Gruppenleiter an der Universität Turku in Finnland. Und dann an einem Samstagmorgen im Herbst jenen Jahres kam der Heureka-Moment, nämlich die Idee zu STED. Es sollte aber bis zum Jahrtausendwechsel dauern, bis ihm der Nachweis gelang, dass diese STED-Methode tatsächlich funktioniert. Zeitweise schlug er sich ohne Vertrag durch, doch er hielt an seiner Physik fest. Im Jahr 1997 kam er ans Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie nach Göttingen, wo er die ersten Bilder erhielt.
Und nach diesem Proof of Principle wurde er im Jahr 2002 zum Direktor am Institut ernannt. Es folgten überaus produktive Jahre bis heute. Nur, wir haben es schon gehört, im Jahr 2014 gab es eine Zäsur, den Nobelpreis. Lieber Stefan, vor und nach dem Nobelpreis hast du viele weitere Ehrungen erfahren. Aber ich weiß, dass der Werner von Siemens-Ring trotzdem etwas ganz Besonderes für dich darstellt. Denn mit ihm wird eine ganz andere Facette deines Schaffens beleuchtet. Dein Engagement für den Wissenstransfer. Der Siemens-Ring würdigt insbesondere, dass es dir gelungen ist, deine wissenschaftlichen Erkenntnisse auch zur Anwendung zu bringen. Verehrte Festversammlung, im Rückblick ist es leicht, einen Stefan Hell oder zum Beispiel eine Katalin Karikó zu identifizieren. Im Nachhinein ist das wahrlich keine Kunst, wenn es schon überall schallt, Mission accomplished. Doch wie finden wir originelle Forscherpersönlichkeiten, bevor sie uns zeigen, dass sie die Welt verändern? Es gilt doch, die Hells und die Karikós und die Türecis der nächsten Generation aufzuspüren und ganz früh zu fördern. Ich weiß, für Stefan Hell sind solche jungen Talente wie Mittelstürmer eines Fußballclubs, der in der Champions League spielt. Und erlauben Sie mir hier eine kleine wissenschaftspolitische Randbemerkung. Die Förderung der nächsten Generation darf nicht durch eine vermeintlich hilfreiche Änderung im Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wie es jetzt oft diskutiert wird, beeinträchtigt oder womöglich sogar verhindert werden. Ich komme zum Schluss. Als Stefan Hell vor 8 Jahren den Nobelpreis vom schwedischen König entgegennahm, da hätte er zu Recht sagen können, that's it. Doch weit gefehlt. Inzwischen hat er sich selbst übertroffen. Mit dem MINFLUG-System hat seine Arbeitsgruppe andere Methoden sprichwörtlich in den Fluoreszenzschatten gestellt. Das scheinbar Unmögliche wurde Realität. Sein Team, einige sind heute hier, habe ich gesehen, sein Team dringt in den atomaren Bereich vor. Bald schließt sich die Auflösungslücke zwischen Licht- und Elektronenmikroskopie. Stefan Hell hat das begonnen und, da bin ich mir sicher, er will es auch zum Ende führen. Offensichtlich kennt unser Laureat Goethe, der einmal schrieb, wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Ein Werdender wird immer dankbar sein. Und Stefan Hell ist Werdender geblieben. Solange sein Weg weitergeht, wird uns vor Staunen wohl noch so manches Mal der Mund offen stehen, genauso wie dem Kleinkind im Videoclip, als es plötzlich seine Mutter scharf vor Augen sah. Lieber Stefan, Chapeau. Alles Gute für dich, für deine Familie und natürlich für deine Arbeitsgruppe. Und ganz herzlichen Glückwunsch zum Siemens-Ring. Herr Kramer, vielen Dank für die sehr schönen Worte. Wir können durch Sie, Herr Hell, alle viel klarer sehen und können auch in der Zukunft klarer biomedizinische Forschung betreiben. Ich würde jetzt wieder zur Ringübergabe Herrn Hell und Sie bitten, Herr Heil und Herrn Hell auf die Bühne bitten. Auch dieser Ring ist eine besondere Konstruktion und diejenigen, die vorne sehen, es ist ein Mikroskop, kein Nanoskop, aber eines, das das Geheimnis des Ringes eingelassen hat.
haben von Herrn Kramer schon ein bisschen gehört, dass die Forschung nie endet und es gibt immer neue Dinge, über die uns Jasser Helle ein bisschen berichten wird. Aber ich will vielleicht noch eines der Dinge berichten, die mich immer fasziniert hat. Mein Forschungsgebiet ist die Optik und dieser STET-Technik ist eine genial einfache Idee, wie man Moleküle ein- und ausschalten kann, indem man besondere Strahlformen realisiert. Und die Strahlform, die die Kunst dabei ist, die sehen Sie hier. Das ist nämlich ein Ring. Das ist nicht ein Laserstrahl als Punkt, sondern als Ring. Das heißt, der Werner von Siemens Ring zeigt auch, wie Ihre Forschung mit Lichtformen zusammenhängt. Ich denke, wir werden hören, wie man das jetzt in die nächste Generation von Nanoskopie entwickeln kann. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank, Frau Denz. Sehr, sehr herzlichen Dank, dass Sie mich mit dieser Auszeichnung, sehr, sehr hohen Auszeichnung gewürdigt haben. Ich fühle mich natürlich auch sehr, sehr geehrt, aber nicht nur das, es erfüllt mich mit Demut, diesen Ring zu erhalten. Meine Damen und Herren, natürlich bin ich auch nicht alleine gewesen während dieser Entwicklung. Ich bin sehr froh, dass einige Mitglieder aus meinem Team heute Abend hier sind, natürlich auch meine Frau, die natürlich zusammen mit der Familie auf diesem Weg nachhaltig unterstützt hat. Ich komme zu meinem Vortrag. Meine Damen und Herren, wie Sie sicher wissen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das gilt natürlich nicht nur im täglichen Leben, sondern es gilt auch in der Wissenschaft. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Entwicklung der Lichtmikroskopie im 18., 17. Jahrhundert dazu geführt hat, dass man die Welt wörtlich, um Herrn Kramer zu zitieren, der das so schön formuliert hat, mit ganz neuen Augen gesehen hat, Dinge entdeckt hat, die man vorher nicht sah. Und zwar entdeckte man, dass jedes Lebewesen aus Zellen besteht, als den fundamentalen, funktionellen und strukturellen Einheiten. Man entdeckte Organellen innerhalb der Zelle, wie zum Beispiel Mitochondrien, Bakterien. Aber irgendwann mal entdeckte man auch, dass man mit dem Lichtmikroskop nicht mehr weiterkommt. Und zwar, wenn man schärfer sein wollte als etwa 200 Nanometer, also Fünftel eines Tausendstel Millimeters, so hat man das nicht mehr geschafft. Und aus diesem Grund hat man hier in Berlin vor etwa 80 Jahren das Elektronenmikroskop erfunden, das nicht mal Licht verwendete, sondern Elektronen. Und mit dem Elektronenmikroskop hat man tatsächlich es geschafft, herunterzukommen bis auf die atomaren Skalen. Dann stellt sich somit die Frage, erst recht für einen Physiker, Frau Denz wird mir da zustimmen, warum dann überhaupt noch Lichtmikroskopie, wenn man doch das Elektronenmikroskop erfunden hat? Und die Antwort ist ganz einfach. Ich kann mit einem Elektronenmikroskop kein lebendes Material beobachten. Das geht einfach nicht. Und es gibt noch einen anderen Grund, weshalb die Lichtmikroskopie so speziell ist, außer ihrer Eigenschaft, lebende Zellen zu beobachten. Ich weiß ja mittlerweile, was in einer Zelle drin ist, aber was mich interessiert, ist ein bestimmtes Protein, was das macht, wo das hingeht, wann es hochreguliert ist, wann es nicht da ist. Und das kann ich mit dem Lichtmikroskop sehr, sehr gut hervorheben, indem ich ein Fluoreszenzmolekül an das Protein, das mich interessiert, anhefte, markiere. Und indem ich dann dieses Fluoreszenzsignal beobachte, weiß ich letztendlich, wo das Protein ist, das mich tatsächlich interessiert. Und diese Eigenschaft ist auch was Einzigartiges, das das Lichtmikroskop hat. Und deswegen war es schon interessant, sich zu fragen, gibt es nicht doch eine Physik, die einem erlauben würde, deutlich schärfere Bilder zu erzielen? Und das war eigentlich das, was mich angetrieben hat. Es war nicht die Anwendung, sondern einfach die Frage, gibt es eine Physik, um die bestehende Physik sozusagen zu überlisten? Und ich möchte Ihnen kurz mal zeigen, was das eigentliche Problem war und wie oft lässt sich das ziemlich einfach veranschaulichen. Ein Mikroskop hat als wichtigstes Element das Objektiv. Das ist eine Linse und die Linse hat die Aufgabe, Licht auf einen Punkt zu fokussieren. Aber weil Licht sich als Welle ausbreitet, schafft die Linse es nicht, sagen wir mal, einen dieser schwarzen Punkte, nehmen wir an, das sei ein Molekül, genau exakt zu treffen. Diese Welleneigenschaft des Lichts führt dazu, dass ich am Ende immer einen Fleck von Licht bekomme. Und dieser Fleck hat eine ähnliche Ausdehnung, 200 Nanometer. Im Durchmesser. Und das bedeutet, ich treffe nicht nur einen Punkt, sondern viele gleichzeitig. Und wenn ich viele gleichzeitig treffe, und die fluoreszieren in diesem Fall, würden natürlich alle, die ich treffe, auch wiederum ein Signal aussenden. Dieses Signal, also Lichtsignal, Fluoreszenzlicht, würde von der gleichen Linse aufgenommen werden und würde auf den Detektor zugeführt werden. Aber auch dieses Licht ist natürlich eine Welle und macht
Punkt, aus dem Punktmolekül sozusagen hinten einen Fleck. Und so bekomme ich viele Flecke von jedem Molekül eins. Und egal, was für Detektor ich nehmen würde, das kann das Auge sein, das kann eine ganz teure, tolle Kamera sein. Am Ende des Tages würde ich es nicht schaffen, dieses Signal auseinanderzuhalten. Und deswegen schafft man es nicht, diese Moleküle, die gleichzeitig von dem grünen Licht getroffen werden, zu trennen. Das dachte man. Der Mann, der das gefunden hat, war Ernst Abbe. Er lebte zum Ausgang des 19. Jahrhunderts und er formulierte dieses Auflösungsproblem in einer Gleichung, die heute noch seinen Namen trägt, die besagt, wenn ich etwas trennen will, dann muss es mindestens die Wellenlänge Lambda geteilt durch zweimal diesen Zahlenwert im Nenner entfernt sein. Das ist sowas wie 2 oder 3 und so kommt man auf diese 200 Nanometer und das schien die Grenze zu sein. Und diese Formel findet man nicht nur in jedem Lehrbuch der Physik und auch in Lehrbüchern der Biologie, sondern auch auf einem Denkmal, das zu Ehren von Ernst Abbe in Jena errichtet worden ist. Und dort ist diese Formel in Stein gemeißelt. Und nicht nur, dass sie in Stein gemeißelt ist oder war, es war auch Fakt. Also durch das 20. Jahrhundert hinweg war die höchste Auflösung, die man erreichen konnte, wirklich das, was Sie hier sehen. Nun, die Entwicklung der SET-Mikroskopie, über die Herr Kramer so schön erzählt hatte, die hat gezeigt zum ersten Mal, dass das nicht stimmt. Man kann sehr wohl eine Physik finden, die diese Grenze fundamental überwindet. Und das ist eine ihrer ersten und wichtigsten Leistungen gewesen. Und ich möchte zeigen, was der Trick war. Und der war im Nachhinein gesehen. Im Nachhinein ist es immer einfach, wirklich einfach. Also, das Laserlicht wird auf diesen großen grünen Fleck fokussiert, der eine ähnliche Ausdehnung hat und dazu führt, dass alle Moleküle leuchten. Aber was vergessen worden ist, und es fiel mir tatsächlich an diesem Samstagvormittag in Finnland ein, ich kann mit Laserlicht nicht nur Moleküle anmachen, sondern ich kann sie auch ausmachen. Ich muss nur die richtige Wellenlänge nehmen. Und genau das war die Idee hinter diesem STET-Verfahren. Ich nehme rotes Licht, in dem Fall, sagen wir, rot verschoben, würden Physiker sagen, das dazu dient, einfach diese Fluoreszenz zu verhindern, sodass sie erstmal gar nicht entsteht. Und wenn ich es dann schaffe, einen Lichtfleck zu machen, der ein Loch in der Mitte hat, und das ist gar nicht so schwer, schaffe ich es auf diese Weise, alle auszumachen, ja, bis auf den da in der Mitte. Und das Ganze verhält sich dann so, als hätte ich wirklich nur dieses einzige Molekül adressiert. Und dann ist dieses Kuddelmuddel da auf der linken Seite am Detektor plötzlich weg, weil ich bekomme Signal nur von einem einzigen Molekül. Und wenn ich das Ganze jetzt dann raster über die vielen Moleküle hier in der Probe, habe ich natürlich eine bessere Auflösung, weil ich jetzt auf einmal diese Moleküle voneinander trennen kann. Und das war die Idee der STET-Mikroskopie, 94 theoretisch publiziert in Turku in Finnland, wo ich, meine Frau würde sagen, im Asyl war, weil ich in Deutschland damals keinen Job gefunden hatte. Dann könnte man meinen, naja, das ist eine gute Idee, die sollte man jetzt fördern. Ich habe etwa 4-5 Jahre gebraucht, bis ich das Glück hatte, nach Göttingen zu kommen, an das Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, wo ich eine Nachwuchsgruppe bekam, um diese Idee zu testen. Nachher hat man gesagt, wir haben auch nicht richtig dran geglaubt, dass es funktioniert, aber du warst der Einzige, der dran gearbeitet hat. Und wenn wir dich jetzt nicht dran arbeiten lassen, dann wissen wir ja nicht, ob es geht oder nicht. Dass es gegangen ist, können Sie sich ja vielleicht ausmalen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein Vorher-Nachher-Bild. Das war also Standard-Konfokal, würde man in Fachjargon sagen. Und das war nachher. Und da sieht man schon, das ist ein sogenannter Kernpolenkomplex, dass wenn man hier in die Details reinzoomt, dass man hier eine deutlich höhere Auflösung hat. Man sieht diese 8-fache Symmetrie dieses Kernpolenkomplexes. Ich vergleiche es nochmal mit dem, was vorher ist. Das macht mir heute noch Spaß, diesen Vergleich zu machen. Obwohl, und das ist wirklich auf den Punkt gebracht, genau dieses Bild finden Sie jetzt in Standard, in Lehrbüchern, 12. Klasse Biologie im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, weil es natürlich sehr schön diesen Auflösungsgewinn symbolisiert. 2011, 2012. Wir wussten natürlich, das Ganze macht nur dann Sinn und ist wirklich useful, wie man heute sagen würde, wenn man das in die Breite bringt. Also in viele Labors der Welt
haben Studenten, ehemalige Studenten, Postdoktoranden und ich mit den Patenten der Max-Planck-Gesellschaft eine Firma ausgegründet, die mittlerweile dieses Set-Verfahren in verschiedensten Variationen anbietet, von klein und kompakt links oben zu sehr sophisticated und elaboriert rechts unten. Und das Spezielle daran war, wir haben uns entschieden, kein Venture Capital zu nehmen, keine Kredite, keine Schulden zu machen und Wachstum nur über die Einnahmen. Das hat tatsächlich funktioniert und daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber dann kam tatsächlich eine Überraschung. Herr Kramer hat das erwähnt, der große Preis aus Stockholm, das ist das Poster der Nobel Foundation, die diese Verfahren, die den Preis bekommen haben, nochmal skizziert. Links das STET. Ich hatte die Ehre, den Preis mit zwei amerikanischen Wissenschaftlern zu teilen, die im Grunde genommen das gleiche Prinzip verwendet haben, an aus. Das war nicht neu, aber nicht einen Lichtstrahl mit einem Loch verwendet haben, um Moleküle an auszuschalten, sondern einzelne Moleküle an ausgeschaltet haben. Hat Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall ist es auch ein Verfahren, das sehr valide ist. Und deswegen auch, sind wir alle damit ausgezeichnet worden. Was auch interessant war in diesem Zusammenhang, dass im Prinzip beide Verfahren, schließlich beruhen sie auf dem gleichen Prinzip, eine maximale Auflösung von einem Nanometer erzielen könnten. Also ein Nanometer ist etwa die Größe eines Fluoreszenzmoleküls. In der Praxis zum Zeitpunkt, als der Preis vergeben worden ist, ging es aber nicht. Es ging nur 20 Nanometer. Das ist immer noch Faktor 10 über der Grenze. Das ist ja schon ordentlich, okay. Aber wirklich die absolute Grenze hat man nicht bekommen. Das heißt, weil wir ja fasziniert waren, und Herr Kramer hat es ja sehr schön angesprochen, von dieser Idee, das Maximum rauszuholen und eigentlich nicht zu sagen, that's it, sondern jetzt erst recht, wir gucken mal, was wir rauskriegen, war das Ziel in unserem Labor in den letzten Jahren, wirklich die maximale Auflösung zu bekommen, nämlich runter bis zur Größe des Moleküls. Und das geht in der Tat, wenn man die Stärken dieser beiden Verfahren kombiniert. Dieses rechte Verfahren, das die Amerikaner zuerst gemacht haben, Palmstorm, hat einen Vorteil, dass man mit einzelnen Molekülen arbeitet. Das ist wirklich ein starker Vorteil, hat aber auch andere Nachteile. Ich muss rauskriegen, wo es ist. Das kann ich aber sehr gut machen, wenn ich so einen Strahl mit einem Loch verwende. Also, gesagt, getan, diese beiden Verfahren sind kombiniert worden zu einem neuen Verfahren, wo man die Moleküle einzeln schaltet, aber mit dem Loch sucht und findet. Und dieses Verfahren, MINFLUX genannt, hat dann tatsächlich nochmal diesen Faktor 10 gebracht. Sie sehen jetzt wieder Kernpolenkomplexe. Ich zoome jetzt rein und diese einzelnen orangen Flecke, die Sie jetzt sehen, kann man einzelnen Molekülen zuordnen. Ich vergleiche das mal mit einem SET-Verfahren, das ja den Preis bekommen hat, und mit dem, was man ja als vor 20 Jahren als die absolute Grenze betrachtet hat. Dazwischen ist immer ein Faktor 10, das heißt von ganz rechts bis links ist es ein Faktor 100. Nun, dieses Verfahren ist hochinteressant, nicht nur, weil es zum ersten Mal bis auf die Molekülgröße runtergeht, sondern auch, weil es einem erlaubt, Veränderungen im Raum von Proteinen zu sehen oder konformationelle Veränderungen, um Fachjargon zu benutzen, Bewegungen zum Beispiel von einem Protein, das heißt Kinesin, das ist ein Motorprotein, das zum Beispiel Neurotransmitter in der Zelle transportiert, und die kann man jetzt deutlich genauer und schneller betrachten, 10-mal mehr präzise oder 100-mal schneller als bisher. Und das kann man zum Beispiel sehr schön sehen, dass man jetzt diese Schritte sehr genau vermessen kann und auch sehr schnell bei physiologischen Konstellationen von ATP, was sehr, sehr wichtig ist. Und diese Folie, die sieht jetzt sehr nerdig aus, ja, das würde ich Ihnen zustimmen. Ja, die sieht nerdig aus, aber die Erfahrung ist, Paradigmenwechsel in der Wissenschaft kommen oft als klein und unscheinbare Ergebnisse daher, die auf den ersten Blick nerdig aussehen. Aber diese hundertfache Gewinn an Geschwindigkeit, ja, bei der Vermessung von Proteinveränderungen im Raum, glaube ich, das kann ein Gamechanger sein in dem Feld. Das war eines der Gründe, weshalb die Ausgründung
Haberer tatsächlich die Lizenzen von der Max-Planck-Gesellschaft, die natürlich die Patentrechte innehält, genommen hat. 2020, also während der Pandemie, ist es noch sozusagen auf den Markt gebracht worden. Mittlerweile gibt es mehr als 2 Dutzend Bestellungen, Systeme von San Diego bis Shanghai, 2 am National Institute of Health in Bethesda unter anderem auch. Und natürlich liefern sie die Auflösung ab, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Das ist natürlich auch der Stadt Göttingen nicht verborgen geblieben. Und die Stadt kam auf uns zu und hat gesagt, naja, wenn ihr Platz braucht, wir bauen gerne ein Haus für euch hin, da könnt ihr euch einmieten. Das ist in der Tat passiert, Sie sehen das schon, das werden wir wahrscheinlich, die Firma wird es in einem halben Jahr beziehen können. Mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter, schnell wachsend immer noch an mehreren Standorten, auch im Ausland natürlich. Was mich auch freut, die meisten haben einen akademischen Abschluss, mehr als ein Drittel haben einen Doktortitel. Nun, sicherlich, ich habe im Team gearbeitet, vollkommen klar. Und diese Geschichte könnte ich Ihnen nicht erzählen, wenn nicht doch viele Leute hier ja mit Spaß an der Sache und natürlich kreativ an der Lösung vieler Detailprobleme gearbeitet hätten. Ich habe das hier symbolisch zusammengestellt. Der eine oder andere ist hier. Ich bin Ihnen auch zu großem Dank verpflichtet. Zusammenfassend, 100-fache Auflösung, das ist heute möglich. Wer weiß, ja, vor 20 Jahren hätte man sich das nicht vorstellen können. Aber der Schatz, der sich damit auftut, der ist noch nicht gehoben. Davon bin ich überzeugt. Es gibt sicher ein bisher nicht erkanntes Potenzial in vielen Bereichen der Biochemie, natürlich auch der Medizin. Ich denke da natürlich an die personalisierte Medizin, Pharmaentwicklung, gerade weil man konformationelle Änderungen sehr schnell sehen kann, an die man noch vor 3 Jahren eigentlich nicht gedacht hat, dass man sie je sehen wird. Heute wird es direkt messbar werden. Und ich finde, das macht die Sache so spannend. Und da stimme ich Herrn Kramer zu, das ist nicht that's it, sondern that's the beginning. So, und zum Schluss noch eine kleine, ja, zusammenfassend eine Lehre, die ich da mitgenommen habe auf diesem Weg. Es ist meistens die Neugier. Ich wollte nur wissen, ob es eine Physik gibt, die das erlaubt, die letztendlich zu echten Durchbrüchen führt. Echte Durchbrüche, und davon bin ich überzeugt, haben immer einen ökonomischen Wert. Immer, immer, immer. Ausnahmslos. Vielleicht nicht immer im nächsten Jahr, aber haben immer einen ökonomischen Wert. Und wenn sie einen ökonomischen Wert haben, dann führen sie natürlich auch zu Jobs und kommen. Und das ist ganz im Sinne des Werner von Siemens Ring uns allen zugute. Herzlichen Dank. Ja, Helge, ganz herzlichen Dank. Uns ist nicht verborgen geblieben, dass Ihre Firma Abevoria heißt oder Aberior, also Abe und Voria. Und ich denke, Sie werden weiter dafür kämpfen, dass die höchste Auflösung der Gesellschaft und den Menschen zugutekommt. Und vielleicht gibt es ja auch Dinge, die die beiden Preisträgergruppen zusammen in Zukunft erreichen können. Ja, wir kommen langsam zu Ende unserer Veranstaltung, aber noch zu einem Highlight. Denn eine große Freundin der Messtechnik, aber auch der Technologie, Nathalie von Siemens, wird uns jetzt zum Abschluss noch einmal ihre empathische und auch klare Sicht auf die Preise und auch auf die Messtechnik dahinter zeigen. Vorher will ich Ihnen aber noch berichten, was danach kommt. Wir hören nämlich noch mal das Oriel-Quartett mit dem Titel Nightclub. Jetzt können Sie sagen, ja, das liegt daran, dass wir so ein bisschen überzogen haben hier. Es ist schon Nacht geworden, aber es ist Nightclub 1960, also 1960, vom Altmeister des Tangos, Astor Piazzolla. Und wir kommen also in die komplexe Choreografie, den Dialog des Tanzes, aber genauso ist es auch ein Dialog zwischen Wissenschaft und Technologie, der richtigen Choreografie bedarf. Und das haben unsere Preisträgerinnen und Preisträger gezeigt. In diesem Dialog, in dieser Kunst der Interaktion entsteht ganz Großes. Und darauf freuen wir uns jetzt auf den Abschluss mit Nathalie von Siemens. Was kann ich wissen? Was soll ich tun?
Was darf ich hoffen? Sehr geehrte Ringträgerinnen und Ringträger, sehr geehrte Festgäste. Diese drei Fragen sind nach Kant die grundsätzlichen Fragen von uns Menschen. Eine Antwort auf diese drei Fragen ist auch eine Antwort auf die Frage, was ist der Mensch? Die vermeintliche Einfachheit der Fragen macht die Antworten nicht leichter. Was wir zurzeit auf dieser Welt erleben, lässt zudem viele zweifeln, ob wir Menschen prinzipiell irgendeiner der optimistischeren oder sympathischeren Antworten gerecht werden können. Und dann dürfen wir Ihnen begegnen, den diesjährigen Werner von Siemens Ringträgerinnen und Ringträgern. Sie geben naturwissenschaftliche, technische und unternehmerische Antworten auf diese grundsätzlichen Fragen. Und Sie stimmen zuversichtlich, denn Sie haben positive Wirkung. Zunächst einmal positive Wirkung mit Blick auf die Frage nach dem Wissen. Noch vor einer Generation stand die Krebsforschung zu wirksamen und verträglichen mRNA-Immuntherapien vor gewaltigen Herausforderungen. Die Superauflösungs- oder jetzt Minflux-Mikroskopie galt schlicht als unmöglich. Und zwar aus prinzipiellen naturwissenschaftlichen Gründen. Heute wissen wir dank Ihrer Forschung, wie wir diese Hürden überwinden. Ihre Neugier, Ihr Forschergeist und auch Ihr Forschertrotz haben eine Verschiebung der Grenzen des Wissbaren bewirkt. Mit neuem Wissen eröffnet sich auch oft eine Verschiebung der Grenzen des technisch Möglichen. Wir alle hier in diesem, auch virtuellen Raum, teilen vermutlich die Überzeugung, dass Technologie hilft. Außerhalb dieses Raums ist es manchmal anders. Viele lehnen Technologie als bedrohlich ab. Sie nimmt mir meine Arbeit weg, autonome Fahrzeuge töten und überhaupt, ich will keinen Mikrochip in meinem Kopf. Andere glauben, dass Technologie alles kann, die reine Magie. Auch die zweite Haltung ist falsch. Denn wenn Technologie alles kann, muss ich ja nichts mehr tun. Die Geschichte der Menschheit hat leider gezeigt, dass Erkenntnis nicht notwendigerweise auch zu entsprechendem Verhalten führt. Der Schritt vom Erkennen zum Wollen, vom Wissen zum Handeln, braucht Mut und Kraft. Sie, sehr geehrte Ringträgerinnen und Ringträger, haben diesen Mut und diese Kraft. Sie alle haben Unternehmen gegründet, die technisch Mögliches wirklich werden lassen. Mit Hilfe von Technologie machen Sie das neue Wissen für viele Menschen nutzbar. Dass eine Antwort auf die Frage, was ich tun soll, etwas mit dem Wohl von vielen anderen Menschen zu tun haben sollte, mag selbstverständlich scheinen. Es bleibt aber eine große Verantwortung. Nachhaltigkeit hat ja nicht nur etwas mit dem CO2-Fußabdruck zu tun. Besonders, wenn es darum geht, mit Neuem in der Breite zu wirken. Sie alle tragen diese Verantwortung in vorbildlicher Weise. In Forschung und Unternehmertum agieren Sie in diversen Teams, in denen unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, Risiken abgewogen und vor allem Lösungen gefunden werden können. Zudem sind Sie in kontinuierlichem Dialog mit der wissenschaftlichen Community und mit der Politik sowie der breiten Öffentlichkeit. Auch wenn dieser Dialog nicht immer einfach ist. Die Wirkung Ihrer Arbeit gibt auch eine Antwort auf die dritte Frage. Die nach der Hoffnung. Die deutsche Sprache unterstreicht semantisch im Begriff der Wirklichkeit den Aspekt der Wirkung. Wirklich ist, was wirkt. Wer wirkt, beeinflusst die Wirklichkeit weit über sich selbst hinaus. Und wer Wirklichkeit positiv gestaltet, der macht Hoffnung. Und was hat das alles mit Werner von Siemens zu tun?
Wir sind heute Teil eines Epochenwandels, wie ihn die Welt zuletzt im 19. Jahrhundert erlebt hat. Damals war es der Beginn der industriellen Revolution, mit ausgelöst durch Werner von Siemens. Mein Ururgroßvater war ein brodelnder Geist. Als Erfinder und Unternehmer verband er das schiere Vergnügen an gelungenen Experimenten mit dem Ziel, durch Wissenschaft und Technik Nutzen zu stiften. Dabei war mein Ururgroßvater nicht allein. Nach Johann Georg Halske waren seine Brüder seine wichtigsten Partner. Menschen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, Kompetenzen und Aufgaben, ein diverses Team. Mit seinen Partnern verband Werner die menschliche Tiefe, bei Veränderungen nicht nur an Technologie und Geschäftsmodelle zu denken, sondern auch an ihre Wirkung auf die beteiligten Menschen und die Gesellschaft. Heute ist es die Digitalisierung, die alles verändert. Die Grundlagen unserer Wirtschaft, die Art, wie wir zusammenarbeiten, wie wir forschen, wie wir kommunizieren, wie wir als Gesellschaften zusammenleben. Alles ist geprägt von Disruption und Beschleunigung. Diese tiefgreifenden Veränderungen verunsichern viele und lösen Vertrauensverlust aus. Wie zur Zeit von Werner erleben wir eine dunkle Kehrseite des Epochenwandels. Damals die sogenannte soziale Frage, heute die globalen Auswirkungen einer Pandemie, die sichtbare Klimakrise und eine drohende digitale Spaltung. Für viel zu viele Menschen auf dieser Welt sind Nahrung, Bildung, medizinische Grundversorgung, Einkommen durch eigene Arbeit und rechtsstaatlicher Schutz keine Selbstverständlichkeit. Und wieder gibt es Krieg, auch ganz in unserer Nähe. Deshalb brauchen wir Sie, sehr geehrte Ringträgerinnen und Ringträger. Sie machen Hoffnung auf eine Wirklichkeit, in der die Menschheit besser mit Viren, mit Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und Krebs umgehen kann. Wie Werner von Siemens stehen Sie dafür, die Chancen eines Epochenwandels durch Naturwissenschaft, Technik und Unternehmertum für die ganze Menschheit nutzbar zu machen. Es ist eine Ehre und eine Freude, anlässlich Ihrer Auszeichnung als Trägerinnen und Träger des Werner von Siemens Rings sprechen zu dürfen. Auch im Namen meiner Familie darf ich Ihnen von Herzen zu Ihrer Würdigung gratulieren. Aber noch mal ganz kurz zu Kant. Er hatte nicht nur drei große Fragen. Er war überzeugt, dass es drei Dinge sind, die uns die Mühseligkeiten des Lebens besser ertragen lassen. Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Und vor allem Letzteres wünsche ich uns nach der Musik für ein fröhliches Feiern. Thank you.
Ja, nochmals dem Oriel-Quartett herzlichen Dank für diesen schwungvollen, das schwungvolle Ende dieser Veranstaltung. Jetzt bitte ich Sie, auf eine der drei Ingredienzien für Kants gutes Leben zu verzichten, nämlich den Schlaf, und mit uns zusammen in dem Empfang noch voller Lachen, Freude und